bitte. Warum nicht gleich? Hier ist doch mein Plätzchen, um die Füße auszustrecken. Man muss nur den richtigen Spruch drauf haben, dann wird auch getauscht. Okay, ich schneide mich an. Jeden Tag zur Arbeit, blitzen viele Hände, Sitzung sitzen in diversen Akten, Kram und danach mit Business-Namen, Treffen in der Mittagszeit zum Diktat mit Adelheid, Fachgespräch am Telefon, was dann kommt, das kenne ich schon, bei der Chefin zum Café, auf dem roten Kanapé und so weiter, ZPP. Wie das alles enden soll, ich weiß es nicht, Baby, aber eins weiß ich ganz genau. Taxi kriegen, Zwischenlandung in Paris, macht das Leben zuckersüß. Auf dem Weg zum Weltkongress, Täter-Date mit Stewardess. Ach, diese Mädels riechen alle so frisch gewaschen. Dann Weihnachten in Tokio, kleiner Flott im Kimono. Irgendwo das Glück versprechen, wieder mit Agentenzechen. Dinner mit einer Fotobiene, Samstag, Sonntag auch Termine. Überall und hin und her, rundherum, ich kann nicht mehr. Und ob ich dann nach Hause komme, Baby, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich genau. Immer geht es rund bei mir, hier verhandeln, da verkaufen, Küsschen geben, Schnäpse saufen, wilde Partys, heiße Länder, voll ist der Terminkalender. Was? Schon da? Ach so, eine Nachricht von meiner Frau. Dankeschön, kleine Stewardess. Lieber Walter, wenn du in der Maschine sitzt, sitze ich schon auf dem Schoß meines treuen Liebhabers. Deine Klamotten schicke ich zu deiner Mutter. Dein Honey Baby. Deine Klamotten schicke ich zu dir. Das ist ja wohl das Letzte. Stewardess, sofort die Maschine zurück. Herr Kapitän, ich war immer treu. Das kann nicht wahr sein. Nein, ich möchte sofort zurück. Ich habe bezahlt, ich möchte...